Aber die amerikanischen Rentenmärkte waren auch gestern damit beschäftigt, die Rezessionsangst auszupreisen und die Erwartung einer Erholung in der zweiten Jahreshälfte einzupreisen. Der Renditeanstieg zwischen der Renditeabstand zwischen 2- und 10-jährigen amerikanischen Staatsanleihen sprang zeitweise auf 0,31% und ist jetzt damit 121% höher als Mitte vergangener Woche. Das ist ein gutes Zeichen, zeigt es doch, dass die Börsen an eine das Wirtschaftswachstum stützende Wirkung kommender Zinssenkungen der Zentralbank glauben. Heute kommt Mario Draghi in einer der letzten öffentlichen Auftritte seiner Regentschaft der EZB, wird er vermutlich auf die Abwärtsrisiken im Wachstum der Eurozone gepaart mit nachlassenden Inflationserwartungen vielleicht auch angesichts des Handelskonflikts verweisen und damit die Sprache sprechen, die andere Zentralbanken rund um den Globus mittlerweile auch sprechen, sei es in Australien, Südkorea, Indien, in den USA. Alles andere wäre eine große Überraschung. In einigen Kommentaren wird das Szenario einer Euro-Dollar-Rally verbreitet. Eine Idee, der ich mich technisch nicht anschließen kann, da gehe ich um 9 Uhr auch gleich dann noch mal drauf ein. Wurde gestern also eine Aktivierung von dem Boden abgelehnt. Fundamental muss man sich auch fragen, wie soll der Euro stark steigen, wo die EZB doch noch in ein tieferes Zinsloch fallen wird, wenn die amerikanische Notenbank jetzt einen Zinssenkungszyklus einleiten wird. Die EZB, die ist bereits bei Null und hat aufgrund fehlender wirtschaftspolitischer Impulse kein Zeitfenster wie die Fed gehabt, ihre Zinsen anzuheben. Also muss sie tief in den negativen Bereich gehen oder sich andere kreative Methoden der Stabilisierung der Märkte ausdenken, zum Beispiel den Kauf von ETFs oder Aktien direkt, wie es seit geraumer Zeit ja schon die japanische Notenbank tut. Das wäre natürlich ein bullisches Szenario für Aktien, da plötzlich ein Nachfrager auftauchen würde, den es bislang nur am Anleihemarkt gegeben hat. Und wir sehen angesichts des absoluten Zinstiefs und der Rallye beim Bund Future in den letzten Jahren, wohin so ein potenter Käufer die Märkte führen kann. Angesichts der Tatsache, das ist so ein bisschen die Kehrseite, dass Draghi dem Ende seiner Amtszeit nahe kommt, kann es aber auch gut sein, dass er sich zu so großen Experimenten nicht mehr hinreißen lassen wird. Und ob sein Nachfolger das tun wird, das steht ebenso in den Sternen wie die Antwort auf die Frage, wer eigentlich sein Nachfolger sein wird. Daher, nichts Genaues weiß man nicht und es geht hier um Zentralbankpolitik. Fakt ist aber, dass die Märkte dies und jenseits des Atlantik jetzt fest mit Geldversprechen der Zentralbanken rechnen, dass sie auch wirklich kommen. Die Frage ist jetzt nur, es geht um das Timing, ist es jetzt schon zu früh, das einzupreisen oder haben die Märkte eigentlich hier noch den Sommer vor sich, wo sowieso ein bisschen Mauer zugeht? Also kommt jetzt eine Bodenbildung im DAX? Nun, zunächst haben wir einfach nur einen Anfangsimpuls ausgehend von einem Failbreak von der zentralen Unterstützung 11.835. Die könnte nochmal getestet werden, nachdem wir jetzt bei der 12.026 gestern auch erneut scheiterten. Also da jetzt aufpassen, ob in den nächsten Tagen, das braucht ja noch ein bisschen Zeit, ein 1, 2, 3 Tief zum Beispiel entsteht, eine Bodenbildung entsteht. Die haben wir bisher nicht. Bisher haben wir einen konstruktiv und ausbaufähigen Anfangsimpuls. Aber mehr auch nicht. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag. Machen Sie es gut. Abonnieren Sie jetzt unseren YouTube-Kanal und erhalten Sie immer die neuesten Analysen und Trading-Strategien.